Denn es geht ja um die Wirkstoffe und die hat man gleich mal draussen. Und dann tut man einfach versuchen, in welche Form macht man Salbe, macht man Spray, macht man Flüssiges. Wir haben im 73 haben wir unsere Firma gegründet, die eigene Firma. Weil wir einfach, wir haben, ich habe lange, da haben wir keine Kinder gehabt. Und das sind Kinder gekommen. Und dann so schöner und interessanter Job war, habe ich gesagt, ja, nein, das kann es nicht sein. Dass nur noch reisen und Kind nur noch so alle drei Wochen einmal gesehen, das kann es nicht sein. So schön der Job ist, Übung abgebrochen, ein Jahr lang. In das Ferienhäuschen, das Einfache, wo wir hatten. Und dann, aus dem ist ja auch nichts geworden, weil ich halt aus einer Unternehmerfamilie komme. Und dann gemerkt habe, wo mein älterer Sohn, der da zumal 4 Jahre war, erkältet ist und ich auf Kübris kam und in die Apotheke gesucht habe, Drogerie zu kennen, habe ich 3 Monate später eine Drogerie aufgetan, um den Kübliser zu ermöglichen, dass sie nicht wegen jedem Kleinigkeit zum Arzt müssen, nicht. Und was ja dann schön war, ist, dass der Arzt mir danken, dass ich das gemacht habe, dass er jetzt nicht für jedes Boboli Zeit braucht, teure Zeit, sondern dass es da eine Drogerie gibt. Dann haben wir dann eben vor 10 Jahren noch einen in Schiers gemacht, weil dort die Apotheke zugegangen ist, haben wir dann noch einen gemacht in Schiers. Mit auch recht grossem Erfolg. Und wir haben also, ich würde sagen, noch fast bis heute ältere Frauen, die keine Kinder haben und nicht motorisiert sind, gerade so St. Denis Panier, die uns noch danken nach 50 Jahren, dass wir die Drogerie haben, dass sie nicht wegen jedem Popoli auf Klosters müssen oder auf Langwart führen oder so. Nicht Posten in der Drogerie oder Apotheke. Das ist noch schön. Das ist noch genug Tuung, dass man das Gefühl hat, man hat etwas Gescheites gemacht. Weil wir selber Produkte hergestellt haben für Apotheken und Drogerien, sprich Talcreme und Slavilin für die ganze Schweiz, dann haben wir nicht unbedingt noch Drogerien wollen. Aber die Drogerien haben für uns einen ganz grossen Wert gehabt. Wir konnten neue Produkte hier testen. Und dann schauen, wie sie ankommen. Und ich war ganz, ganz frecher Kerl, Zeiten um. Wenn ich zum Beispiel auf Zürich runter bin und sehe, ich habe eine Talcreme, dann sage ich, ja, Handcreme haben sie genügend. Dann sage ich, ja, jetzt müsst ihr noch eine haben, die wirkt. Und dann sage ich, ja, das ist ja viel zu teuer. Dann sage ich, lasst euch, sage ich jetzt jemand. Wenn unsere armen Bauernfrauen von St. Antonien den Preis zahlen, weil sie wirkt, dann müsst ihr hier alle in Zürich das verkaufen können und sonst müsst ihr noch einmal über Bücher. So frech habe ich. Aber es hat ihm den Rücken gestärkt. Wenn eine Bauernfrau hier oben gesehen hat, die Creme ist gut, dann hat mir das den Rücken gestärkt, für in Zürich und in Bern und in Basel überall zu sagen, das ist ein gutes Produkt. Und ich habe gesagt, komm mal, ich habe Zeit, dass er kommt. Das ist der kurz vorgestellt, Klavin von Russland, jetzt in Israel. Und dann sage ich, ja, was haben Sie für Produkte? Ja, er hat hier eben eine Fusscreme, die er für die russische Armee hat müssen und dürfen entwickeln während dem Krieg. Und dann bin ich da gegangen und habe gesagt, ich mache es für ihn in die Schweiz, aber zutrauen ob sie mir. Sagt er, ja, selbstverständlich. Und so habe ich das in die Schweiz gebracht und habe gewusst, dass die Produkte brauchen Beratung, also kann man sie nicht Verkauf über einen Konsum oder Migros oder so, das muss man über Fachgeschäft machen, sprich Drogerie und Apotheke. Und so ist das nachher entstanden. Und dann ist der dann aber gestorben und seine Söhne haben es nicht wollen weiterführen. Dann haben wir da den Vertrag gemacht, machen wir Tal, machen wir komplett in der Schweiz. Und Slavilin hat er da noch einen gefunden, einen Israeli, der es in Israel macht. Das tun wir nach wie vor fertig importieren. Aber alle Talsachen, wir haben da in der Zwischenzeit neue Sachen entwickelt, die er noch gar nicht hatte. Eben die Masken, die man hat und so. So ist das entstanden. Und wo ich gesehen habe, dass die Leute, die sicher
das eine oder andere fünf, zweimal müssen umtreiben, sonst ganz zufrieden waren. Da habe ich gewusst, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben zwei Söhne, die machen das gut, aber die haben viel zu viel Produkte. Sie haben es jetzt schon ein bisschen gelernt. Wir haben vor 3 Jahren noch mehr gehabt. Ja, übergeben hat er es eigentlich nie fix. Es war eigentlich ein laufender Prozess gewesen. Er hat uns schon sehr früh viel machen lassen. Eigentlich der Bruder und mich. Und wir haben da eigentlich schon in den jungen Jahren, mit Mitte 20, sind wir beide hierher gekommen, in diese Firma. Und haben da können vom ersten Tag uns ein bisschen einbringen und können mitschaffen. Für mich ist das, das Thema ist natürlich sicher immer jemand gewesen, Und der Vater hat auch immer gesagt, dass das Geschäft sei für mich sicher gut, weil ich nicht so eine einfache Persönlichkeit bin, um irgendwo mich unterordnen. Und darum ist es sicher gut, dass man ein eigenes Geschäft hat, wo man dann alles selber machen kann. Niemand auf gut Deutsch an die Schnurren tut oder so. Darum ist das für mich eigentlich relativ schnell dann irgendwo nach dem Militär so klar gewesen, dass ich in eine andere Firma einsteigen kann. Ich habe mit Mitte 20 noch die HBV gemacht und bin dann nachher von denen weg eigentlich immer da gewesen, ja. Und wir sind beide da angefangen und haben natürlich nicht den Chefposten gehabt, logisch, wenn man da anfängt. Wir mussten uns aufarbeiten. Es hat auch noch einen anderen Finanzchef da gehabt, andere Marketingleute. Und ja, so ist man dann älter geworden, dann immer mehr Verantwortung gekriegt und hätte dann können das da einsteigen, Geschäftsleitung. Das ist etwas lässiges, cooles, finde ich. Also, ich meine, beim Arbeiten, da ist er ja nicht mehr gross. Also, wir reden da er uns nicht mehr. Das ist eigentlich schon recht gut. Als er 65 gekommen ist, eigentlich hat er es uns selber wursteln lassen. Sag jetzt mal. Und jetzt ist es einfach schön. Ja, kann Alltag irgendwie noch daher kommen. Man sieht einander noch. Kann auch vielleicht einmal, wenn man noch irgendetwas Geschäftliches hat, könnte man ihn noch fragen. Aber man muss jemanden Fehler machen. Wenn man einen verhindert, den Fehler zu machen, lernt er nicht so viel, wie wenn man den Fehler machen und das nachher sieht, das war scheiße. Dann ist es eingefahren. Und wenn man es verhindert und er macht es dann nicht, hat es nicht den Effekt, wie wenn er den Fehler gemacht hat. Er ist jetzt 86 und kommt noch einen Tag ins Büro. Aber logischerweise macht er nichts mehr Operatives. Er hockt an seinem Arbeitsplatz, an seinem Pult. Vor 2 Jahren haben wir sein Pult rausgerührt, wo er angefangen hat, vor 50 Jahren. Er wollte mit diesem Pult aufhören und mit diesem Pult rausgetragen werden. Aber mir hat es einfach nicht mehr gefallen, dem Büro mit diesen alten, dunklen Möbeln. Und dann haben wir einfach ihm halt ein neues Pult gekauft, Zähne knirschend. Aber jetzt hat er gleich Freude, dass er auch an einem neuen, schönen Pult aufschaut. Wenn man einen Rad braucht, kann man ihn sicher noch zuziehen. Genau, das ist so. Also, dass er immer früh entstehen, ist egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Sei es Freunde oder auch Freunde, also Verdenkli, so. Das ist schon das, was am meisten Wert hat. Also, der Vorteil von dieser Form, wie wir es jetzt ist sicher, dass man relativ schnell Entscheidungen treffen kann und auch umsetzen kann. Also, wir haben da nicht lange Vorlaufzeiten. Also, wenn wir jetzt heute eine Idee haben, um irgendein Produkt auf den Markt zu bringen, dann sind wir in 3 Monaten so weit. Und er hat auch gelernt aus 2, 3 negativen Beispielen von seinen Kollegen, die die Firmen nicht übergeben haben, den Söhnen. Und dann mit 60, 70, die Söhne sind dann 40, 50 gewesen und haben dann effektiv die Firma gegroundet. Und ich glaube, das hat ihm schon Respekt gemacht und dass er ihn schon irgendwie dazu bewogen, das besser zu machen. Und hat uns recht früh viel Verantwortung gegeben. Und die Firma gibt es jetzt doch auch noch. Obwohl wir auch schon 20 Jahre jetzt bald an der Geschäftsleitung sind, gibt es die Firma immer noch. Und darf ich glaube auch sagen, mit so viel Umsatz wie noch nie. Das ist auch schön, dass er auch in uns nicht bremst mit Neuheiten. Wir haben auch schon Kabis gemacht, haben auch schon Geld verloren. Das ist ein Unternehmer so. Probierst manchmal, hat es mal etwas, was nicht rendiert. Und dafür haben wir aber auch Sachen nachher gemacht, die rendieren. Und so sind wir eigentlich kontinuierlich gewachsen. Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen von ihm gelernt, dass schnell das Geld nicht glücklich macht. Manchmal sind wir lieber langsam wachsen und kontinuierlich als einmal das Ganze. Die ganze Welt will erobern auf einmal, das kommt meistens nicht gut aus. Da stand ich immer da, aber nicht reinschnurren, sondern schauen, was läuft und ein bisschen mitdenken. Und das erhält einem ja geistig jung. Ich bin dann mit 65, habe ich gesagt, jetzt machen wir es. Und ich komme noch.
Und es war noch interessant. Manchmal war ich fast ein bisschen enttäuscht. Die haben mir nie etwas gefragt. Sie haben es einfach gemacht, so wie sie es für richtig gefunden haben. Nicht gefragt. Die hatten auf zwei, drei Sachen hätte ich gesagt, das müsst ihr nicht machen. Da sind wir im Lager, wo wir die Produkte einpacken für die Apotheken, Drogerien und unsere Kunden. Hoi, Fabienne. Da sehen wir einfach alles, was jeden Tag rausgeht, im Päckchen und am Abend kommt Post vorbei. Das geht einpacken. Palettiert vom Lohnhersteller und schon bereit zum Verschicken. Deos und ohne Talhandcreme. Und heute schreien eigentlich alle einen Online-Shop. Jemand, der keine Social Media betreut, jemand, der keinen Online-Shop hat, dem prophezeien da die Marketing-Guru, die gibt es nicht mehr lange. Und uns gibt es doch auch schon bald 10 Jahre, obwohl wir keinen Online-Shop gross betreuen und bewerben, weil wir eben auf den Fachhandel setzen, Apotheken, Drogerien. Und es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will ich schon online, will schon wachsen und die Marge auch haben, die aus dem Fachhandel ist. Auf der anderen Seite ist aber gerade auch in Krisenzeiten, Corona, haben wir gesehen, dass der Fachhandel extrem auf uns gesetzt hat. Weil wir eben nicht alles machen, was andere machen, alles Verbotenige. Und der Fachhandel hat immer oft gehabt, die Apotheker. Die waren auf der Gewinnerseite von der Corona-Krise. Das heisst, unsere Produkte sind eigentlich sehr gut gelaufen und andere Produkte sind total zusammengefallen. Darum sage ich, hat es jetzt im Nachhinein rendiert, dass wir 50 Jahre lang bald fachhandelstreu sind. Aber klar, wenn man mit der Zeit geht und wenn man will, wahrscheinlich in 10, 20 Jahren auch noch Nummer 1 im Fachhandel, muss man parallel auch den Onlinehandel ein bisschen betreuen. Da bin ich überzeugt. Ja. Ja, Geschäftsleitung ist Urbi, genau, der Brütsch und ich. Und ich glaube, strategisch müssen wir nicht mehr fragen, ist klar. Obwohl die Eltern immer noch Aktien haben, immer noch Mitinhaber sind, Familie AG, sind immer noch einmal im Jahr auch an die GV eingeladen, logischerweise als Aktionäre. Da müssen wir vom Gesetz her rapportieren und müssen gewisse Sachen offenlegen. Aber es wäre jetzt übertrieben, zu sagen, dass er mit 86 noch strategisch tätig ist, das ist er nicht mehr. Aber klar, seine Kontakte, die er hat, in die Politik und auch in die Welt raus, die sind unbezahlbar. Und logisch fragen wir ihn noch, auch persönlich, wenn ich irgendwo mal anstehe, was er machen würde. Das gibt es durchaus immer noch. Ja. Aber wir probieren sicher wieder Rohstoff, dort wo es geht. Eben. Wir probieren das Wasser aus Graubünden, wir probieren die Edelweiss von Savonin, von Engadin, von Edelweissbauern, vom Graubünden. Wir sind jetzt mit 2, 3 Weinbauern dran aus der Bündner Herrschaft, wo wir das Traubenkernöl mit denen aufbereiten, dass die Trauben nicht einfach weg, die Maischen einfach weggeworfen wird, dass wir das Traubenkernöl von denen herkommen. So Geschichten sind wir extrem innovativ. Und das ist ja auch wieder ein nachhaltiges Stück, oder? Wenn einem das gelingt, dann das zu machen. Ich glaube, die schwierigste Aufgabe als Unternehmer ist generell einfach am Markt mit dem Preis können mithalten. Weil es ist einfach schon so, halt die nachhaltige Geschichte, das Swissness, das Graubündnis, wo wir extrem fahren, die aus der Region und das Schweizer Dach, das wir über uns, oder wo wir uns selber auftragen, wir müssen das ja nicht, wir können ja auch im Ausland mehr einkaufen. Das kostet einfach. Und ich denke, in guten Jahren ist das kein Thema, in guten Jahren ist der Konsument das gewillt, um zu zahlen. Aber wenn natürlich jetzt der Krieg weitergeht, wenn die Transportwege weiter, wenn die Unsicherheit mit Inflation, mit Zinsen und so, wenn das alles weitergeht, dann weisst du auch nicht, wenn die Leute bei der Kosmetik sparen. Weil bei Kosmetik fangen sie eben noch recht früh an zu sparen. Gesundheit, Lebensmittel, dort gibst du noch lange Geld aus, wenn du es noch irgendwie hast. Das brauchst du einfach. Aber bei der Schönheit kannst du dann schnell mal sagen, ja, die Creme ist mir jetzt halt nicht mehr wert. Oder? Das sind schon ein bisschen Ängste und Probleme, die wir kämpfen im Moment in Krisensituationen. Ich habe immer auch schon, wo ich war, habe ich immer noch einen im Verwaltungsrat wollen, der nicht zu der Familie gehört. Wir sind ja eigentlich eine klassische Familie AG. Und das ist verrückt gefährlich. Und da braucht man immer einen, der nicht zu der Familie gehört, der bei Diskussionen sagen kann, was richtiger ist. Nicht sagen, was richtig ist und falsch, sondern was richtiger ist. Und da haben wir einen gehabt, und wo der altershalber ausgeschieden ist, habe ich jetzt den Sohn sofort gesagt, so, und jetzt kommt wieder ein Junge her in eurem Alter, der den Schiedsrichter spielt, der bei den Verwaltungsratssitzungen dabei ist und so. Und wenn ihr nicht einig sind, wo nachher schlichtend wirken kann und ja, wo niemand dann
gesagt haben, wir versuchen über Apotheken, Drogerien, hat es natürlich auch niedergegeben. Und hat es Apotheken und Drogerien gegeben, die eigentlich zuerst gegen uns haben wollen, sich aufstemmen, nicht? Und da hat es dann zwei, drei Drogisten gegeben in der Schweiz und auch hier im Kanton, die von Anfang an zu uns kamen. Und das ist natürlich, da bin ich dankbar. Das, also man muss nicht meinen, dass gerade alle gejubelt haben, wo wir gesagt haben, vor 40 Jahren alle unsere Produkte über Apotheken, Drogerien, dass da alle gejubelt haben. Dem war nicht so. Es hat ein paar prominente Drogisten und Apotheker gebraucht, die gesagt haben, wow, das ist gut. Ja, er ist eben der Patron, er ist wirklich noch der Chef so alte Garde. Und mittlerweile kommt er fast jeden Tag vorbei. Wir machen Warenaustausch mit Küblis. Und ja, so sehen wir ihn jeden Tag, wenn wir arbeiten. Ja, also er ist wirklich allzeit bereit, wenn wir mal etwas brauchen für irgendwie eine Kundin oder einen Kunden. Dann können wir nur das Telefon machen und dann springt er da und bringt uns das Zeug. Das ist wirklich, ja. Und wenn er kommt, fragt er auch immer alle, wie sie es haben und ob er uns noch etwas können oder wie. Ja, wirklich. Er macht das ganz gut. Und er hat das auch seinen Söhnen weitergegeben, dass man zu den Angestellten gut schauen tut. Genau, und was mir auch immer ganz wichtig ist, sind unsere Geburtstage. Dort kommt er dann auch schon ein paar Tage vorher fragen, ob er die auch schafft an diesem Tag, dass er hier seinen Blumenstrauß oder Flaschen Wein vorbeibringen kann. Ja. Er tut immer noch gerne so ein bisschen düfteln. Mischt immer noch etwas seine Sachen zusammen. Gute Sachen. Das erste Firmenessen hatten. Da war ich auch das erste Mal dabei. Und dann war das noch speziell. Also nur schon, wie sie es immer machen. Also sind immer alle eingeladen, auch mit Anhang. Und es ist sehr herzlich und alles. Aber dort war er noch mehr Chef. Dort hat er noch genau gesagt, wie alles läuft und geht. Da haben wir auch noch ein Lied gesungen. Alle miteinander. Und das machen wir heute noch. Und das ist etwas, ja, etwas eigentlich sehr Schönes. Ja. Ich habe vor 40 Jahren die Lehre gemacht. Und dort war ja er eigentlich noch mehr im Geschäft. Er hat auch mal ausgeholfen, hat einmal Ferienablösung gemacht. Wenn es mir recht ist, hat er auch die Ausbildung noch gemacht zum Drogist, vor die Drogerie eröffnet hat. Gell, Doris? Und dort hat er auch noch ausgeholfen. Dort haben wir noch mehr aber mit ihm selber zu tun gehabt. Ja. Ja, es war halb gut. Wir durften zum Kaffee erst mit ins Bahnhöfli zum Kaffee, während die Drogerie offen war, natürlich. Da haben wir einen Fensterplatz gehabt und dann sind wir dann die eine oder die andere Tür gelaufen, wenn die Kundschaft gekommen ist. Ich habe eigentlich, als ich angefangen habe, da nicht mehr aktiv in der Drogerie geschafft. Das war gerade so die Phase, in der auch dein das Geschäft übergeben hat. Und er ist jetzt wirklich so, wir können anrufen, wenn wir Boote gehen können auf Schiersch. Ist flotte steht er da. Mhm. Und wir bekommen alle Samstag zu 9. Ja, genau. Jeden Samstag steht er da. Ja, holt er uns zu 9. Genau. Mhm. Und vorletzten Monat habe ich mich ausgeschlossen. Der Erich ist da mit dem Schlüssel gekommen. Er ist so ein Patron, sagen wir. Wirklich so wie Leute und Plan. Ja. Er schaut der Weihnachten rein, er kommt. Am Silvester, weil wir ja eigentlich Albig dann halt auch arbeiten. Mhm. Für ihn ist das nicht selbstverständlich, dass man am Samstag noch schafft. Ja, genau. Am Weihnachtsessen, wo man abends das Lied singt. Kein schöner Land in dieser Zeit. Genau. Ja, genau. Genau. Das sind so Highlights. Das berührt mich jedes Jahr am Weihnachtsessen wieder. Ja. Nein, wir sind total gegensätzlich, aber also auch in der Art und im Temperament und in allem. Oder? Aber das ist schon gleich. Eben. Wahrscheinlich war das so gut gewesen. Und die Söhne sind auch wieder, einer ist hinter wie der Retti und einer ist hinter wie ich. Und das passt auch gut, sonst könnten die gar nicht Geschäfte zusammen. Ich wäre schon begeistert gewesen, mit mir kann man viel machen. Aber jetzt eine Drogerie, das war jetzt genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ich komme ja von der Modebranche her und ich hätte eben gerne
eigentlich so eine Boutique oder etwas gehabt, oder? Und das ist wieder nicht sie, und das ist wieder nicht ihm sein Metier, oder? Aber ich bin bereit gewesen, ich hatte das Gefühl, das ist super, denn wir haben ja zuerst nicht wollen, ein Geschäft aufzutun, oder? Wir haben ja eigentlich wollen, ein Jahr da raufkommen und einmal ein Jahr nichts tun. Einfach einmal mit unseren zwei kleinen Kindern da oben sein. Er ist der Unternehmer, ich war innerlich in dir, wo er das Gefühl hat, yes, schaffen wir das mit unseren zwei Kindern und yes, wo führt das noch her? Aber ich habe immer gesagt, ich stehe hinter dir, oder? Ich mache mit und da ich das KV gemacht habe, und eigentlich, ja, eben, ihm ganz viel können helfen in jeder Situation. In England war ich ein Jahr in der École de Commerce in Neuchâtel. Ich konnte eigentlich mit allen, mit den Drogerien, mit den Apotheken im Wäldchen, wenn wir sind, reisen. Ich bin viel mit ihm noch reisen, oder? Mhm. Und jetzt, meine, was können Sie sich Schöneres vorstellen, wieder, wenn zwei Söhne beide im Geschäft sind? Und so gut auskommen miteinander. Ich meine, das ist ein Geschenk für Eltern. Das ist einfach nur Glück. Das muss ich sagen. Also Glück und Schaffen von meinem Mann und jetzt von den Söhnen. Oder? Und vielleicht die Mutter, die so als Ombudsmann ein bisschen dahinter steht. Wenn ich jemanden mal die Söhne zu mir und sage, weisst du, der Retti? Und dann kommt wieder der Retti und sagt, weisst du, das hätte ich nicht so gemacht wie sie. Dann muss ich immer ein bisschen schauen, dass das Gleichgewicht neu mit ist. Oder? Und das klingt uns wunderbar. Wir haben es so schön. Ich bin ja seit 38 Jahren jetzt bei Parsem-Produkten. Angestellt hat mich Erich damals und das war dort noch lustig. Am Anfang haben wir, bin ich eigentlich nicht von der Medizintechnik da gewesen, sondern ich bin ja eine Stiftung gemacht bei Heiniger Zas als Radio-Fernseh-Elektriker. Und er hat dann ein Produkt gehabt, so Feuerlöschanlagen hat er vertrieben. Und er hat dort einen Techniker gesucht, der ihm die instruieren, auf Montage installieren geht. Und ich bin Elektriker in dem Sinn und für das bin ich eigentlich damals angestellt gekommen. Also ich habe in der ganzen Schweiz so für automatische Feuerlöschanlagen installiert und verkauft. Und das ist die ersten 10 Jahre war das mein Job gewesen. Nachher hat man dann das Gas verboten in der Schweiz, das war das Löschgas. Und dann haben wir die ganze Abteilung verkauft an einer anderen grossen Firma, die nur so Löschanlagen gemacht hat. Und dann haben wir ganz am Anfang mit diesen medizintechnischen Geräten haben wir ein israelisches Produkt für Schmerztherapie. Das waren Kleingeräte. Technisch sehen heute so aus. Das ist ein Gerät, das eigentlich alles abdeckt, was mit der Elektrotherapie zu tun hat. Das ist jetzt spezifisch da, wo wir machen lassen in Italien, wo wir herstellen lassen für uns. Ja, mit ihm war es natürlich immer super. Er war für mich einer, so wie ein Ersatzvater. Mein Vater ist dann auch noch relativ früh gestorben und wir hatten immer sehr, sehr ein familiäres Verhältnis, wie wir auch gerade gesehen haben da vorne. Wir haben in der Firma immer Wertschätzung gehabt, dass man eben miteinander schafft und auch miteinander schwätzt und so. Und von ihr konnte ich sehr, sehr viel profitieren können, auch so, was so der ganze Verkauf angeht und eben mit Leuten umgehen, mit was für Leuten muss man wie umgehen. Dort konnte ich sehr viel lernen können. Der Generationenwechsel selber ist bei uns recht gut verlaufen. Wir haben das jetzt noch so aufgeteilt. Kriegel macht das Finanzielle. Oli macht mehr so das Produktmanagement, was mit Kosmetik zu tun hat. Und ich bin der Techniker. Die Lehre, ich hatte auch die Gabe gehabt, um die Jungen machen zu lassen. Das ist auch nicht immer einfach. Und das Mädchen ist jetzt 10-jährig. Das Mädchen, und es scheint wie ein Witz, aber ich bin innerlich überzeugt, die hat gesagt, ja, lass, eine, die Christian, seine Söhne, die sind ja im Holz, die wollen doch nicht wissen. Aber ich übernehme das Geschäft hier. Und ich würde das heute unterschreiben, die macht das. Ich will es nicht mehr leben, aber die macht das, das Mädchen. Und sie ist ja, da mag es ja gut eine Frau verleiden bei diesen Produkten als Managerin. Ja, also möchte ich sicher Matti danken, dass er uns das ermöglicht hat, dass wir das Geschäft aufgebaut haben und dass wir jetzt das miteinander so weiter betreiben könnt. Und dem Bruder möchte ich recht herzlich danken für die gute Zusammenarbeit, weil wir funktionieren sehr gut, weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, funktioniert das mit zwei Brüdern? Und ich meine, bei uns zwei funktioniert das wunderbar. Kann ich dienen? Kann ich mit meinem Geschäft
an jemandem dienen, mit meiner Warme, mit meiner Dienstleistung. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ihr müsst den Leuten, und auch den Angestellten, ihr müsst den Leuten dienen. Und wenn ihr richtig dient und sie richtig beratet, verdient ihr automatisch, wenn ihr nur verdienen wollt, dann geht die Hose.